La 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 la. Freunde, willkommen zurück zum Schlammbad Yoshi's Island. Ich denke mal, ihr seid dabei für eine dicke Schlammpackung und ein bisschen Monkey Power. Und nein, wir sind nicht in einem Donkey Kong Spiel. Wir sind bei Yoshi's Island. Und halt die Klappe, du blöde Pflanze, die hat mich gerade voll erschreckt, Alter. Was soll denn mal Ratten am Zaun hier? Fatz, oh. Gut, dann machen wir halt mal. So, guck mal hier, kennst du schon? Ja, tut mir aber leid. So, dann hätte ich noch Barmelonie-Dönse. Hier, du blöder Penner, Fatz. Hahaha. Weggeknuspert mit Haut und Haar. Ist doch voll eklig, wer frisst denn sowas? Ist doch einfach nur räudig, Mann. Und hier dann noch so ein Blümchen. Tschüssi, Mann. So, ist hier noch irgendwas anderes? War ich hier nicht schon mal? Das ist gerade so Déjà-vu-technisch hier. Fatz, 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 bam. Tschüss, Mann. Knusper, 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 knusper. Und du auch knusper, knusper, Mann hier. Ha. So, die ganzen Affen erstmal umgekillt. So, was ist das hier? Das will ich wissen. Stampf es in den Boden. Vielleicht sind Münzen drin. Alles kann sein. Oder nix. Oh, Hilfe. Du hast doch echt was genommen, oder? So ein bisschen am Dobi-Schnüffel hast du schon, ne? Und du Affe hier, oh, halt die Schnauze. Mist, jetzt wollte ich den Affen da unten abschießen. Verdammt. Knusper Mahlzeit. Ja, hier, du auch. Oh, Hilfe, der beschießt mit Kerne, du Blöder. Oh, das war knapp. Ganz knapp noch ausgewichen. Tschüss, du blöder Monkey. Knusper, knusper. Haha. Komm her, du blöder Affe, Mann. Ich friss dich mit allem drum und dran. Ja, hier, du dich auch, Mann. Hier. Knacks, tschüssi, Mann. Wie kommen die auch immer wieder, ich das Gefühl? Und wie, ist hier gar nichts? Sind hier gar keine Münzen oder so? Ich meine, wir finden da bloß noch 2 Blumen und 5 rote, aber... Und wie hat das Gefühl, als würde ich hier was verpassen? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie was vom Leben oder so, sondern was von dem Zeugs, was ihr hier so habt. Ach du Kacke, eine Affenschaukel! Ach ja, eine Affenschaukel. Nee, das spare ich mir jetzt so. Das ist jetzt, das wäre jetzt ein bisschen unangenehm, muss man ja an der Stelle mal sagen. So, auf jeden Fall habe ich jetzt, kann man die irgendwie abschießen, die Bengels? Nö, offenbar nicht. Fliege ich einfach mal durch, so. Ja, das kannst du ja gleich knicken hier. Gib mir mal dein Melonie-Döns da. Ach, guck mal hier, da ist er bestimmt wieder. Uhaha. Ah, so zielt man. Tschüss, Mann, du Affe. Die Monkeys müssen wieder mal weg, Mann. Oh Gott, ich glaube, die Viecher versuchen, mein Baby zu grabben. Jetzt sind nämlich Baby-Grabber. Verpisst euch, das ist mein Baby. Ich finde cool, Mario wird hier so... Mir fehlt eine Blume! Nein! Du, 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 du. Mir fehlt eine Blume, das kann nicht sein, das finde ich nicht okay. Geh weg, du blöder Affe. Wo fehlt mir eine Blume? Wo fehlt mir eine Blume? Wo fehlt mir eine Blume? Das kann nicht wahr sein, wo fehlt mir eine Blume? Uah! Blöden Monkey Faces. Wo fehlt mir eine Blume? Ich weiß nicht, wo mir eine Blume fehlt. Badadada. Nochmal zurückgehen, das kann doch nicht wahr sein, mir fehlt einem Kai fehlt keine Blume, das geht nicht, sowas ist nicht in Ordnung. Ja, geht da mal alle weg hier, ja, lass mir in Ruhe. Ja, kannst du aber gleich mal knicken hier, du Monkey, Alter. Bist du Opfer da oben? Alter, die haben wir sonst keine Hobbys, oder? Ist da irgendwo was in dem Himmel, oder was? Ich verstehe das nicht. Oder hast du hier irgendwas versteckt? Blöd Monkey-Face, du? Du bist schuld. Ich lasse jetzt an euch allen meine Wut aus. Nee, ist auch nichts. Ich verstehe nicht, wo meine Blume hin ist. Ich will sie finden und sie haben, sonst wird das wieder mein fataler Fail. Wo habe ich denn hier eine Blume vergessen, bitteschön? Halt die Schnauze, du blöder Homo. Huch. Nehmen wir die Melone mal mit hier. Kann doch nicht wahr sein, ich will meine Blume haben. Tschüss, du Monkey. Da war eine Münze, will ich haben. Also ich hab ja alle bis auf diese scheiß Blume. Aber wo ist die hin? Haha, blödes Monkey-Face. Wo muss da hier noch eine Blume rumgucken? Ach, da... Boah, die hab ich echt übersehen. Okay, da werdet ihr euch im letzten Papa gefragt haben. Alter, was macht denn der doofe Kai da? Aber gut, dann völlig zurecht. Ich hab nämlich noch ja nie in die Comments geguckt. Ich war in die letzte Zeit jetzt nicht so viel da. Aus Privatzockereien und naja, mein privates Problem halt aus dem Weg räumen. Was sich ja mittlerweile Luft vertilgt hat.
Meine ganz, ganz wichtige Person ist wieder da. Wenn du dann diesen Part siehst, dann grüße ich dich ganz herzlich. Habt die ganz tolle Lieb und so, ne? Kennt man ja. Ich weiß, das ist euch gerade sehr wenig. Ja, auf jeden Fall, meine Blume, da bin ich gerade froh drüber. Und kann wieder ein bisschen fröhlich mitsingen. Monkey, nehme ich noch einfach mit. Yoshi ist ein Chinese, der frisst jedes Tier. Mit Haut und Haar ist voll räudig. Ja, also, da jetzt auch keine Witze drüber machen, das ist nicht schön. Also, wer sowas jetzt, also wer davon noch nicht gehört hat, die Chinesen, die essen, also die schmeißen ja die Hunde direkt in die Fritte lebend, weil angeblich da so Adrenalin beim Töten in siedendem Öl ausgeschüttet wird. Und, oh, ich finde das ethisch sowas von fragwürdig. Boah, also, ich bin froh, dass nur die Chinesen das machen und nicht die Japaner, weil dann wäre wieder so ein Antisympathiepunkt außerhalb des Walfischfangs. So, ich hab alle, wie oft will ich denn noch gucken? Los, let's go! Auf in the world! 3-2! Und auch noch mit ein bisschen Suche habe ich doch noch meine Blümchen gefunden und ich krieg keinen Bonus-Game, du blöder Sack, du. Ich glaube, ich sollte da umgekehrte Psychologie nutzen, weil die meisten Spiele sind ja immer gegen mich. Also das meiste Spiel versucht mir immer Anti-Glück in die Schuhe zu schieben. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass ich ein Glücksgame komme, dann kommt eins, weil das Spiel will mir immer das Gegenteil beweisen. Ja, ein Spiel will mich immer nutzen, das ist immer so. Das ist wie wenn ich auch irgendein anderes Spiel denke, nee, da muss da was sein, dann ist es nicht da, sondern eine Ecke weiter und da komme ich dann nicht drauf. Okay, das ist dann mein eigenes Verschulden. Egal, noch ein Quatsch direkt in Welt 3-2. Und zwar 3-2, Lanzenlambada. Oh, klingt ja lustig. Dub, dub, dub. Wieder mal ein bisschen dancen. Yeah, dancen. Ein bisschen Headbang muss auch mal sein. Obwohl, also jetzt, wer Metal hört und wer Headbangt, nicht angesprochen fühlen, aber ich glaube, wer so viel Headbangt, Alter, wie kann man das machen? Ich habe das einmal gemacht, so heftig, da war ich aber ziemlich trumbunken von hochprozentiger Milch, ne, kennt ihr ja. Und ein wenig hochprozentigem Kakao dazu, also auch mal ein bisschen mehrere Sorten davon. Jetzt aber Feierabend. Und ja, das am Ende ging das mit einem extremen Kopfschmerzrhythmus aus und einer extremen Nackenstarre. Ich weiß gar nicht, wie kriegen das die Mettler hin? Ich meine, ich würde da sowas von Kopfschäden kriegen und daher meine Theorie. Ich glaube, Mettler haben alle kein Hirn mehr. Würde sich, na, die sieht die Parts ja sowieso nicht. Würde sich bei Asuka bestätigen, die ist ja auch so ein Metal-Fan. Ich finde, das war sympathisch, dass Mädchen denn sowas hören, weil ich mag dieses Klischee von wegen, nee, Mädchen dürfen keinen Rap und kein. Da oben ist so ein. Da oben ist so ein roter Münzenasi. Nein, ficken! Du blöde Wolke, fick dich, du blöde Wolke. Und du auch, du blöder Hoden. Und du auch, du blöder Hoden. Na, verdammt. Jetzt habe ich den echt verpasst, Freunde. Ich muss irgendwo sterben. Gut, tschüssi, Baby. Wir sehen uns später. Und zwar im nächsten Leben. Fail. Ja, ich hab den Typen mit der Münze verpasst und ich konnte auch kein Ei schießen. Aber ihr habt ja selig versucht, da ein Ei zu schießen. Aber während ich noch paralysiert war, konnte ich kein Ei schießen. Was ist denn das für eine Gemeinheit? Ich glaube, das war der Schaden dafür, dass ich über die böse machte. Ich glaube, beim Mettler sind unterstützt von der mettligen Gottheit, oder? Ich bin nicht gläubig, ihr könnt mich alle mal. Also nicht ihr, sondern die Gegner hier und. Naja, okay, die jetzt meinen zu meckern, zu müssen, oh, Metal ist cool, ja, Metal ist cool, ich mag Metal auch, außer wenn es dann mit Gebrüll losgeht, aber ich glaube, das zeichnet den Metal gerade aus. Aber so ein bisschen Rock und Pep muss Mucke schon haben, weil sonst ist das öde. Oder die Musik ist einfach nur richtig schön, das ist halt was anderes. Also es gibt einfach nur schöne Musik und es gibt rockige Musik, geile Musik. Und dann gibt es noch die pure Epicness-Music, siehe Zelda als Beispiel Gerudo-Tal oder Gerudo Valley, wie es halt im Englischen heißt. So, jetzt muss ich gucken. So, ich muss euch alle ganz schnell fressen, weil gleich der Münzentypi kommt. Ah, da war er. Aber ich hab die Münze. Baby, bleib bei mir! Ich bin dein Erziehungsberechtigter, du hast mich mal hier zu bleiben und so, ne, Gedöns. Wisst schon. Bam, bam. Warte, mal testen, weil die kann man die Uni auch. Genau, die muss man bloß anditschen, dann wird da draußen eine fahrende Plattform, die total nützlich sind, weil sie sich rubbelsweit bewegen. Gut, Ironie wieder mal beiseite. Ja, also ich habe jetzt nichts gegen, also jeder, also ich gehöre zu den Leuten, die da sehr viel Akzeptanz für alles aufweisen. Ah, da oben, gut. Ja, damit. Plupp. Nee, ich bin da jemand, der sehr viel Akzeptanz für sowas mal aufweist, weil ich finde, jeder soll hören, was er hören möchte. Das sollte niemand bestimmen können, wer was nicht hören darf und wer was nicht an Videos produzieren darf. Und ich bin auch der Meinung, niemand darf bestimmen, was für Spiele man spielen soll. Jeder soll spielen, was er möchte. Das ist die Individualität der Welt. Mal Hundi, geh da mal ein bisschen schneller hier. Dauert mir halt ein bisschen lang und du bist ganz schön lahmarschig.
Aber wenigstens muss ich nichts machen. Super extra Peanuts, Dankeschön, Wuffy. Und viel Spaß bei deinem komischen Planschbarter, ist mir egal. So, ach du Kacke, ich bin hier gelandet. Hier wollte ich bestimmt nicht hin, denn hier sieht's nach runterfallen aus. Und ihr wisst, ich mag nichts runterzufallen. So, und Annie, daher denke ich, ist es schon ganz gut, dass jeder denn hört, was er möchte. Und dass da auch niemand was dran zu meckern hat oder so. Jeder, der Metal hört, der soll das gerne machen. Da habe ich gar nichts dran zu kritisieren. So gut, hier war ich schon. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wer so Headbang kann und das ohne Kopfschmerzen dazu haben, der hat kein Hirn. Ich meine, da muss da irgendwie. Also man sagt ja dann, dass er immer im Kopf muss da wackeln, aber ich glaube, da bei den wackelt nichts statt ist. Okay, ich muss mal jetzt gucken, wie ich da jetzt rankomme. Alter, Sternis, bleibt hier. Ah, ich hab 30, super. Gut, dann wird das erledigt. Also, jetzt hier nicht diskriminiert fühlen oder denkt ihr, dass ich den diskriminiere? Nee, jeder soll hören, was er mag. Sogar Hip-Hop, obwohl ich den auch auf seine Art hin. Also, es gibt natürlich auch guten Hip-Hop, ne? Also, jetzt mal wieder super. Musik mal wieder Thema, cool. Und auch Hip-Hop ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Habe ich früher teilweise auch gehört, muss ich sagen. Ist aber jetzt auch schon seine Härchen her, ne? So, kann ich da Eier rausholen? Nee, da kann ich keine Eier rausholen. Was ist denn für ein Scheiß? Beschiss. Boah, ich dachte schon, ich stürze ab und habe deswegen automatisch nochmal eingedrückt, um den Flatterflug anzusetzen. Gut. Nee, auf jeden Fall soll jeder hören, was er möchte, ist mir scheißegal. Da bin ich da offen für die Freiheit, sag ich mal. So, Hallöchen. Achso, der fährt hoch und runter, gut. So, jetzt muss ich gucken, ob ich da drüben irgendwie rufkomme auf das Dingen. Ja, genau, und jetzt zack. Und hepper und schon bin ich hier oben. Also, das soll jeder hören, was er möchte, um mal zum Punkt zu kommen. Und da ist mir auch egal, wer was hört. Und selbst wenn er Lady Gaga hört oder Michael Jackson oder was weiß ich für die Döns. Ich meine, wenn jeder das gleich hören würde, dann wären manche Musikproduzenten einfach mal pleite, um es mal so auszudrücken. Fickt euch, ihr blöden, asozialen Muttis. Och, Muttis, extreme Beleidigung. Also auch nichts an die, die schon Kinder haben oder so. Ne, auf keinen Fall. So, war das da ein Blümchen? War das da? Gar nichts. Achso, das ist. Achso, okay, alles klar, gut. Und zwar der Treppenbauer, den haben wir gerade aus der Wolke befreit. Dankeschön für die Treppe. Flap, 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 flap. So, wo geht's da oben rechts hin? Das sieht so verdächtig aus. Da schieß ich mal hin. Nee, da war nichts offenbar. Ach, Mist, der hat sich schon umgedreht. Ich muss ihn nämlich im Rücken erwischen, denn sein Schild hält meine Zunge ab. Ja, weil die Zunge ist eine extrem mächtige Waffe. Und da kann man nur mit dem Schild gegen vorgehen. So, hier war irgendein Secret, das weiß ich noch. Aber wo nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier oben war ein Secret. Genau, wenn man hier einfach oben in das grüne Dickicht springt, sind hier oben nämlich ganz viele Münzen. Was ziemlich gemein ist. So, ich hoffe. Ja, doch, das sieht gut aus. 5 rote Münzen noch und hoffe, ich habe hier nicht verpasst irgendwie. Ich sehe auch keine Münzen mehr. So gut, denn wie immer mein Safe-Set, ne? Kennt ihr ja. Für den Fall, dass Ballonspiel kommt, weil das ist nur das einzige Spiel, wo ich ein Safe-Set brauche. Alles andere gewinne ich nämlich. Und da ist er doch schon. Verdammte Scheiße, dumm. Also B-A-Y-X, B-A-Y-X. Das muss ich merken, endlich mal. So, links und B rechts. Hier frisst Bällemann. Also, das soll jeder hören, was er möchte. Das habe ich ja schon 10 Millionen Mal. Ich wiederhole mich, ich weiß. Also, ist mir wirklich egal. Also, müsst ihr mir jetzt nicht übel nehmen, dass ich da so ein bisschen drum rumhacke. Aber, ich meine, wie kann man denn so mit dem Kopf schütteln? In meinem Kopf ist doch ein Gehirn und das ist doch alles flüssig da drinne. Und ich weiß nicht, also, ich würde da Kopfschmerzen kriegen. Und die Kriko hält mal Kopfschmerzen, wenn ich meinen Kopf da so Headbang-artig bewege. Ich meine, warum? Ich meine, die haben einfach nichts im Hirn. Das ist meine Theorie. Entschuldigung, aber ist so. Ba-da-da-da-da. So, zack, B, hier ist dein Ball wieder. So, jetzt muss ich mal gucken, wie groß ist denn der schon? So langsam könnte ich es hinauszögern. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich den hinauszöger. So, jetzt friss den Ball, du Opfer! Oh Gott, und der schmeißt ihn mir postwendend zurück. B, A, links, A, du blöder Homo. Haha, du hast gewonnen! Yay! Und ich kriege ein One-Up. Und Yoshi macht einen coolen Stunt, der aussieht wie ein Ansatzen zur Stampfattacke. Oder wie ich damals mit Lordi immer zu Supermarkt 64 Zeiten gesagt habe, die Po-Bombe. Cool, ich habe das erste Mal Ballon-Duell gewonnen. Auf dem Emulator habe ich das nämlich noch nie geschafft. Einfach aus dem Mangel, dass ich nicht weiß, welcher Knopf wo ist. Ich weiß nur, mit welchem Knopf ich wo springe. Das ist aber auch alles. So, gib mir mal... Ich will das Ei haben, Mann. Dankeschön. Gib mir ein paar Eier ab.
Ich bin ein Kerl, ich hab noch nicht genug Eier in der Hose. So, hier nochmal Knusper, 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 Mahlzeit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, das war aber gerade lebensmüde. Äußerst lebensmüde. So, mir fehlen noch zwei rote Münzen. Die sind da unten, Freunde. Ich hab alle nicht gefunden. Bis auf Sterne, was mich gerade ankotzt. Headshot. So, und wenn jetzt das passiert wäre, was ich da gerade gemacht habe, wäre das dasselbe wie Headbang. Und das muss doch wehtun. Gut, also vielleicht können ein paar so erfahrene Mettler mal so einen Comment in meine Let's Plays schreiben. Obwohl, welcher Mettler guckt Nintendo Let's Plays? Nee, okay. Gute Thema beiseite, ich habe all complete und ich will jetzt endlich ein Bonus-Game, Mann. Die vermisse ich schon irgendwie. Na? Na? Ja! Dum-da-da-dum-da-da-dum. Geil, Bonus-Game. Na, das mache ich natürlich auch noch. Habe ich mal wieder mal bis... Na, okay, anderthalb Level. 3-1 war schon angefangen. Yeah. Nochmal 100%. Geil! Meins, Gedöns. Und wir kriegen... Roulette! Oder... Nee, das, ach, das war doch Memory. Das war doch gar nicht Roulette. Verdammt. Das ist doch totaler Mist. So, hier kann ich nämlich einen Haufen Leben setzen. Komm, wie viel setzen wir mal? Also ich finde, der 50 ist ein angemessener Preis, oder? Oh, ach komm, aber 51 haben wir noch 25 Leben übrig. Und dann Let's One the Button. Und ich muss jetzt auch A drücken zum Bremsen, ne? Also Plus wäre natürlich total nutzlos, wieder mal. Aber also ein Mal 3 wäre schon epic. Und. Mal, nee, Plus. Plus 1, wow. Das heißt, meine 50 haben wir jetzt total weit gebracht. Tschaboing, tschaboing, tschaboing. Also viel zu setzen ist hier sehr nutzlos, weil die Chance auf Mal ist jetzt nicht so groß. Entweder man kriegt Mal 0, das heißt, man kriegt gar nichts gewonnen, was natürlich direkt ganz scheiße ist. Plus 0 bringt auch nichts. Also entweder das verändert sich nichts oder man gewinnt nichts. Und Leben sind ja auch in diesem Spiel so hilfreich wie in Super Mario 64. Ne, okay, da braucht man die Münzen ja. Wie Münzen in Super Mario Galaxy 2, ne? Siehe mein Together mit Michael. So, und im nächsten Part geht's dann weiter mit 3-3. Cool, wieder mal ein Schnapszahl. Heißt, ich muss da einen ausgeben. Was ich ausgebe, natürlich den Part. Bis dann wieder mal. Macht's gut, Hauerlein. Und ciao.